weil wahrscheinlich bisher auch die schulische Ausbildung oftmals gar nicht diese Themen so weit aufnimmt. Also wir sehen ja, dass zum Beispiel Abiturienten oder so häufig auch durch Frauen dominiert sind. Also insofern wäre es, glaube ich, auch in den Schulzeiten eigentlich schon auch angezeigt, da für das Thema einfach auch nochmal Werbung zu machen und auch zu zeigen, dass man da ganz tolle Dinge entwickeln kann und dass das eben alles auch nicht so schwierig ist, indem man es handbar macht. Zum Beispiel eben auch durch solche Veranstaltungen wie im Hackathon jetzt. Ja, also man ist da so ein bisschen in der Klischeekiste. Tatsächlich ist der Anteil der Frauen eben in der IT-Branche gering. Das ist auch das, was wir im Gründungsbereich eben wahrnehmen. Leider ist das noch so. Wir würden gerne da den Anteil steigern, das ist ganz klar. Aber die Erfahrung, die man da macht, ist eben, dass Frauen, die sich da auch durchgesetzt haben, also die da ihr Interesse haben, auch sehr genau wissen, warum sie das tun. Also die haben irgendwo auch ein Ziel vor Augen und sind wirklich mit ganz viel Motivation und Elan dabei. Und das ist toll. Ja, selber finde ich das natürlich total spannend, was hier jetzt bei dieser Veranstaltung quasi einfach auch rausgekommen ist, weil es natürlich auch sehr komprimiert ist, ne? Also über 3 Tage von der Ideengenerierung zum Prototypen in Richtung Geschäftsmodell zu laufen, ist total toll. Wir sehen viele Modelle hier in Bremen, die Startup-Szene entwickelt sich gut, aber es kann immer ein Mehr sein und hier kriegt man einfach gerade im Ideenstatus nochmal einen ganz tollen Überblick. Und ja, ich freue mich einfach, die Ergebnisse zu sehen und einfach auch zu zeigen, dass man hier in Bremen gut durchstarten kann. Genau, ich glaube eben tatsächlich, was wir gerade schon so ein bisschen sagten, so ein Hackathon kann eben einfach nochmal Lust machen, ne? Einfach auch mal ganz niedrigschwellig einfach ein Angebot zu machen. Was kann man hier eigentlich lernen? Wie geht das überhaupt? Wie kann ich die nächste App entwickeln als Beispiel? Und jetzt hier über Anleitung, wie geht sowas, das zu erlernen und über einen Prototypen umzusetzen, einfach zu zeigen, wie viel Spaß das macht und dass das eben alles kein Rocket Science ist, sondern dass das gut machbar ist. Und dass sie einfach auch in ihren Gruppen Spaß finden, sich austauschen, ein Netzwerk bilden. Also einfach auch mit ganz viel Spaß und Freude bei der Sache sind. Es ist, glaube ich, eben nicht diese Blackbox IT und oh Gott, da ist viel Mathe dabei oder viel Programmierung, das kann ich nicht, gibt es nicht. Und das wird hier, glaube ich, ganz toll aufgezeigt. Ja, also ich bin fest der Meinung, dass der MINT-Bereich ganz anders aussehen würde, wären auch mehr Frauen dabei. Im operativen Problemaufnahme und auch die Lösungsfindung erfolgt durch Frauen durchaus auch nochmal anders. Andere Lösungsansätze würden auch eben dementsprechend zu anderen Lösungen und anderen Applikationen im Alltag führen. Insofern braucht es da eben die gute Mischung und vor allen Dingen viel mehr Weiblichkeit. Ja, was gibt man Frauen allgemein mit auf ihren Weg, würde ich da fast noch mal gerade fragen. Ich glaube, man muss einfach Spaß an der Sache haben. Wenn man von einem Thema, hier eben die IT, begeistert ist und viele Themen haben wir in unseren Alltag integriert. Also IT ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Und wenn einen das eben interessiert, immer den Weg gehen, sich jetzt eben nicht davor abschrecken lassen, dass das im Moment vielleicht noch so ist, dass weniger Frauen in den Studiengängen sind, sondern wenn man eben für die Sache brennt, einfach machen, einfach loslegen. Mindblowing!